Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Und ja, wir Lust machen jetzt hier darauf. weiter an den Grab und ich glaube, uns bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als in das Wasser hier zu springen und die Sachen zu holen. Ich weiß noch nicht, wann der beste Ich Moment muss ist, um darauf. reinzuhüpfen. Weil, ja. Ich glaube, jetzt ist ganz gut. Tauchen. Oh Gott, shit. F. Und schnell wieder hoch. Okay. Das scheinen wir erst einmal geschafft zu haben. Okay. Gut, jetzt geht's für Ich uns. Muss darauf. Nach dort unten. Hier scheinen jetzt erstmal keine Piranha so krass zu sein. Okay, gut. F. F. Hallo? Dann sammeln wir erstmal das ein. Dann würde ich gerne das hier. Hallo, Lara. F. Jetzt kommen wir nach oben. Sehr schön. Ja, gut. Ich muss den Wasserstand senken. Okay, kriegen wir hin. Gar kein Problem. Ein paar Tücher. Hier liegt noch Alles ein bisschen voll. Holz. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, ich muss den Problem. Wasserstand senken. Ja, das kriegen wir hin. Muss ich drücken? Ja. Ups. Na, komm, geh weg. Ich möchte gerne, dass du das loslässt. Ich muss den Wasserstand senken. Ah, okay. Verstehe. Verstehe nicht. Warte mal. Ist der Wasserstand jetzt gesenkt? Nee, wir schwimmen noch. Oh, das ich muss ist den nicht das, was Wasserstand ich senken. möchte. Mache ich denn das jetzt am dümmsten? Ich muss daran, das weiß ich. Und das Teil mit dem dort hinten verbinden. Achso, ich glaube, ich muss das Ding noch ein bisschen weiter drehen. Und zwar in diesen. Ist das ich ein muss Eimer? Den Wasserstand Wartet senken. Mal. Ups, Lara. Irgendwie. Oh, hier liegt ein Dokument erstmal. Ich bin Trujillo Serrano. Und das sind vermutlich die letzten Worte, die ich schreibe. Andres Lopez, oder Angel de la Cruz, wie er sich seit einigen Jahren nennt, hat endgültig den Verstand verloren. Seine Anforderungen sind gestiegen und wurden immer mörderischer und grotesker, während wir seine Krypta errichten. Der Bau ist beinahe abgeschlossen. Ich weiß, ich werde sterben, wenn unser Werk vollbracht ist. Das hat mir Lopez in einem seiner wenigen klaren Momente selbst gesagt. Diese verfluchte Kiste. Möge sie dafür verdammt sein, was sie dem Mann angetan hat, den ich traurigerweise bis heute bewundere. Okay. Wir drehen das Ding weiter. Gut, das scheint funktionieren zu haben. Ich muss den Wasserstand senken. Und jetzt kann ich nämlich auch hier drauf hüpfen. Kann das mit dem hier verbinden. Du solltest das da eigentlich anschieben. Sie hält das Tor nicht offen. Ja, das weiß ich doch, Lara. Und jetzt müssen wir das wahrscheinlich wieder zurückdrehen, damit es belastet wird.
Das Seil hält dem Zug nicht stand. Verdammt. Ich muss den Wasserstand senken. Also doch wieder den Wasserstand noch einmal senken. Vielleicht ist es auch einfach eine Timing-Sache und ich muss dann ganz schnell dorthin. Ganz kurz, hier ist ja auch dieses Relikt. Was soll denn das sein? Das muss ja hier auch irgendwo in der Nähe sein. Ich muss den Wasserstand senken. Irgendwo hier unten drin? Muss ich da tauchen? Ich muss den Wasserstand senken. Ich glaube ja. Oder komme ich da noch hin? Eine Box, an die ich erst einmal nicht dran komme. Und so wie es aussieht, komme ich auch erstmal nicht woanders hin. Weiß ich nicht. Oh, sehr gut. Wir kommen ja aber trotzdem noch hochgeklettert. Gut, ich denke schon, dass ich das so machen muss. Und dann geht es wahrscheinlich um Timing, dass ich da möglichst schnell hineinkomme anscheinend. So, hier hinein. Sehr gut. Dann probieren wir es jetzt einfach noch ein weiteres Mal. Schon wieder ab. Gut, dann versuche ich doch mal schnell was. Und ja, wir müssen das hier noch mal kurz rüberdrehen. Und ich will dann nachher auf jeden Fall noch mal gucken, ob ich durch Tauchen noch das Überlebensversteck finde. Das Relikt, weil das hätte ich schon ziemlich gerne. So, dann lassen wir das hier los. Gehen hier runter. Machen. Ich muss mich hier mal ein bisschen weiter daneben stellen. Sehr schön. Gut. Jetzt drehen wir das Ganze wieder zurück. Drehen jetzt wieder hier weg. Da! Jetzt bleibt es offen. Sehr schön. Und oh Gott. Jetzt wird bei mir Staub gesaugt im Hintergrund. Ich hoffe, das ist nicht ganz so laut, obwohl es schon ziemlich laut gerade ist. Aber gut. Damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen. Gut, ich will jetzt mal kurz schauen. Pionias. Nein, Lara, was machst du denn? Du solltest jetzt hier gerade halt nicht reinspringen. Cool. Wartet mal, hatte ich das nicht markiert, das Überlebensversteck? Ich muss hier rein. Ich muss hier nicht rein. Ich muss hier rein. Hier ist auch ein Überlebensversteck. Scheint eine Art
primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Okay. Oh, hier ist noch ein bisschen Gold, das holen wir noch mit. Und jetzt sollten wir mal Lufttouren gehen. Ja. Gut, jetzt können wir auch direkt hier hoch und jetzt können wir an sich auch hier reinhüpfen. Ist hier noch irgendwie was? Irgendwelche Piranhas gerade unter mir? Hinten halt. Ich spring mal hier hin. Oh ja, guck mal, da ist nämlich noch so ein Dingsterbumster. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Könnte ich eigentlich noch gleich mehr einsammeln, wenn denn da noch mehr ist. Weil das Zeug kann man dann doch ziemlich gut verkaufen. Könntet ihr mal da oben mit zum nächsten Leichnam schwimmen? Ich will noch mal auf die andere Seite gucken, ob ich da noch irgendwas finde. Hier hoch bitte? Ich will nicht, dass du angeknabbert wirst. Danke für gar nichts. Okay, gut. Ich könnte ja sagen, ist ja an sich auch egal, aber ich werde nichts übersehen und so. Überlebensverstecke übersieht man ja ziemlich schnell mal schnell. Ups. Aber hier war ich ja vorhin schon drinne, oder? Doch, ich glaube, das war die Nische. Gut, vielleicht gibt es denn jetzt hier auch wirklich erst einmal nichts mehr. Wir gehen erstmal rein. Wir können ja nachher nochmal hier draußen rumplanschen. Okay, hier ist erstmal noch ein Dokument. Wo wir schon 100 sind. Ein Alux, Plural Aluxop, ist so etwas wie die Maya-Version eines Gnoms oder Kobolds. Aluxop reichen einem Erwachsenen ungefähr bis zum Knie, tragen traditionelle Maya-Kleidung und werden erschaffen, wann immer ein Bauer auf seinem Grundstück ein kleines Haus für sie baut. Anschließend verhelfen sie ihm dann 7 Jahre lang zu einer erfolgreichen Ernte, indem sie für Regen sorgen und Raubtiere fernhalten. Sie sind normalerweise unsichtbar und lieben es, trotz ihres positiven Einflusses auf das Land, den Menschen Streiche zu spielen oder sie zu erschrecken. Man sollte einen Alux niemals bei seinem Namen nennen, da er dadurch aus seinem Haus gerufen wird, worauf er ausgesprochen ungehalten reagiert. Okay. Weiter geht's. Okay, wir haben was abgeschlossen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Hierfür? Dann geht's jetzt hier hoch für uns. Und damit haben wir jetzt hier erstmal das hier aufheben. Die erste Belohnung oder unsere Grabbelohnung. Mal sehen, was es ist. Angriff der Wespen. Aufgeladene Schüsse verursachen mehr Schaden bei gepanzerten Feinden. Jetzt nichts wie raus aus diesem schrecklichen Gestank. Ja, warte mal kurz. Hier ist nämlich noch so ein Wandgemälde. Das hätte ich schon auch gerne. Und an sich schaue ich mir dann mal gleich irgendwie was an, irgendeine Karte, wo alle Sammelobjekte drauf sind. Weil ich möchte dann ehrlich gesagt nicht nochmal, nur weil ich hier irgendeine Kleinigkeit vergessen habe. Nochmal, hä? Was habe ich denn da drüben vergessen? Nochmal in, ja, dieses Grab hier reingehen. Deswegen lasse ich mich da mal nachher ein bisschen spoilern. Ups, Kuh. Habe ich da drüben bei diesen Dingern das Zeug vergessen?
tatsächlich, habe ich nicht gesehen. Okay, aber hier kann ich aber schnell ein bisschen Krimskrams aufsammeln. Dafür habe ich nicht genug Platz. Und dann holen wir uns hier noch das Wandgemälde. Wenn Stürme wüten und Flüsse anschwellen, lenkt die Wasser, um den Durst der Götter zu stillen, die sich über und unter euch plagen. Cool. Also, was fehlt denn uns jetzt hier noch? Ja gut, ich war gerade gar nicht so schlecht, was es angeht, vorhin zu gucken, wo denn noch ein Überlebensversteck sein kann, weil hier ist tatsächlich noch ein Überlebensversteck versteckt. Und, upsala, einmal fallen lassen, Lara. C. Und ich denke, wenn ich das habe, sollte ich eigentlich alles haben. Nein, ach Gott, Mädchen, du sollst doch... Jetzt, oh mein Gott, endlich. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Hier unten war das fehlende Überlebensversteck. Ich glaube, ich schneide das einfach zusammen. Gut, wir gehen jetzt wieder hier drauf. Und ich glaube, um hier rauszukommen, muss ich aber tatsächlich noch einmal ins Grab rein. Weil ansonsten finde ich den Weg hier nicht weg. So, dann hier nach oben. Dann hier nach oben. Dann die Strecke wieder hoch. Und dann sind wir die Piranhas hoffentlich los, weil ich mag keine Piranhas. Man kann sich gegen die nicht verteidigen, das nervt. Ich müsste nah dran sein. Woran? Gut, aber an sich sollten wir jetzt hier alles haben. Hoffentlich. Aber meiner Meinung nach war das jetzt alles. Wir müssen schwimmen. Und los geht's. Gott, so ein scheiß Aal wieder. Und wir sind draußen. Sehr schön. Haben wir es doch noch geschafft. Und ja, gut. Unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall... Na, hier hinten das Zeug, das Relikt, dann hier das Dokument, dann ist hier noch eine Krypta, wo wir auf jeden Fall reingehen werden. Und ja, ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge, weil dann kann ich mich hier irgendwo... hintransportieren lassen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erst einmal fürs Zusehen. War jetzt eine etwas kürzere Folge, aber ist, denke ich, auch okay. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal zur neuen Folge wieder. Ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.